Wir haben jetzt ein neues System geschaffen. Es geht ja nicht darum, dass wir nur den Regelsatz zu erhöhen hatten, damit er der Inflationsrate nicht hinterherläuft. Das war wichtig. Aber die Union wollte nur das. Wir haben gesagt, das ist zu wenig. Wir brauchen ein besseres System, das unbürokratischer ist, das auch einen neuen Geist reinbringt, der Motivation, der Ermutigung, der Befähigung. Und dann geht es auch eben darum, dass, wie gesagt, Qualifizierung und Ausbildung davor ist. Wir haben die Zuverdienstmöglichkeiten verändert, damit sich Arbeit mehr lohnt. Es war vergangenen Hartz-IV-System so, dass die Ausbildungsvergütung gekappt wurden für Kinder, die da waren. Da hat sich Leistung nicht gelohnt. Wir schaffen eine Fülle von Veränderungen. Also es ist schon auch ein neues System. Das andere sind parteipolitische Betrachtungen. Ich gucke auf die Menschen in der Realität des Lebens. Und mir ist aufgefallen, bei der Union spielten in den Debatten die wenig eine Rolle. Die haben nicht gesprochen über Alleinerziehende, über Fabrikarbeiter, die ihre Arbeit verloren haben, über Selbstständige, die mal vorübergehend darauf angewiesen sind. Aber das liegt jetzt hinter uns und deshalb sage ich, wir schaffen nicht nur ein neues System mit dem Bürgergeld, sondern es ist auch die Chance, diese Debatte, die 20 Jahre sehr unversöhnlich in Deutschland waren, zu entgiften. Und wir haben nicht nur ein neues System, wir haben auch ein neues Motto. Es geht um Chancen und Schutz und das ist gerade in Zeiten von Krisen und Wandel eine ganz, ganz wichtige Botschaft.